Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar zu einem super romantischen Patch Notes Abend und zwar zu den Patch Notes 9.9 und ich muss tatsächlich sagen, ja, ich habe natürlich vorletztens erst ein PBE-Video gemacht und dachte, ja, die ganzen PBE-Änderungen, die werden jetzt wahrscheinlich in diesen Patch Notes kommen, wird richtig Kack-Patch Notes werden. Ich sage einfach das, was ich schon immer gesagt habe, aber dem ist nicht so. Als ich mir die Sachen durchgeguckt habe, habe ich gesehen, hey, okay, klar, es sind einige der Änderungen dabei, die sind natürlich auch wichtig, aber es sind viele, viele coole, neue, super spicige Änderungen dabei. Und die werden wir jetzt zusammen durchgehen. Die Sachen, die wir bereits hatten, wie zum Beispiel diesen guten Aatrox, die werde ich ein bisschen überfliegen. Ne? Das heißt, für die Leute, die sich wirklich für diese interessieren, gerade was Aatrox angeht, einfach mal mein PBE-Video, was ich bereits geleakt habe. Oh mein Gott, es wurde geleakt. Ja, einfach mal anschauen. Bei Aatrox ist es im Prinzip so, man geht so ein bisschen zurück zu seiner alten Konsistenz. Nicht ganz, aber man sagt, hey, ne, er soll schön viel Damage machen und seine Ult wird wirklich sehr, sehr cool werden. Aber er soll auch auf AD gebaut werden und dann quasi durch den Damage, den er macht, sich heilen und dadurch nicht sterben. Ja, er ist nicht tanky, aber er ist dadurch tanky, dass er Damage macht und sich heilt. Ja, jetzt habe ich es selber gesagt, aber ja, irgendwie war es ein bisschen verwirrend. Und so war ja auch damals der alte Aatrox. Ne? Du hast einfach die ganze Zeit mit deinem Schwert, wer kennt noch den alten Aatrox? Das Schwert sah echt cool aus. Du metzelst auf den Gegner, du hast 1000 HP zwar nur, aber du heilst dich und heilst dich und heilst dich und heilst dich. Was wichtig außerdem ist, ist, dass bei seiner Ultimate, er wird jetzt nur noch wiedergeboren, wenn er vorher jemanden in seiner Ultimate gekillt hat. Das heißt, ihr könnt nicht unter dem Turm einfach die Ultimate anschmeißen, zack, ne, und wirst angegriffen und belebst dich wieder, ne? Nee, ist Quatsch. Du musst vorher jemanden töten und das finde ich sehr, sehr cool, denn so ist die Ultimate nicht ein Allrounder, du kannst sie aggressiv benutzen, defensiv, sondern du musst wirklich, gerade was defensiv angeht, vorher jemanden irgendwie umbringen. Bei Blitzcrank ist es so, er bekommt neue Visuals, außerdem scaled sein Mana-Schild jetzt mit dem Maximum-Mana und seine Ultimate, ne, wer kennt's, man hat den Blitzcrank auf der Lane und auf einmal kommt dieser random Blitz vom Himmel und killt die Cannon-Minion, ne, und dann bist du natürlich als AD-Carry, also vor allem als Draven, richtig tilted, Draven-Spieler sind immer ein bisschen salziger, die haben immer sehr viel Ehrgeiz und ja, deswegen ist ein bisschen random, das Ganze wird so geändert, dass jetzt die Faust vom Blitzcrank aufgeladen wird und dann kannst du jemanden hauen und der kriegt ziemlich viel Blitzdamage. Ja, das ist ganz cool. Bei Rakan sagt man sich auch wieder, hey, der ist aktuell echt hart genervt worden. Wir geben ihm mehr Speed, aber sagen gleichzeitig seine All-In-Kombo, das RW wird ein bisschen genervt. Das heißt, er braucht, sobald er die R gecastet hat, 0,5 Sekunden, nachdem er die W casten kann. Ja, das, man hat also nicht BAM RW, sondern R 0,5 Sekunden W. Ja, also du hast ein bisschen Zeit darauf zu reagieren. Soraka. Soraka hat sich so ein Trend eingebummelt, dass die Leute die E maxen. Die E ist quasi wie bei Nasus ein Spell, den kannst du nicht dodgen, da kannst du überhaupt nichts gegen machen, das ist ziemlich broken und er macht sogar ziemlich viel Schaden, wie wir hier unten sehen können. Das heißt, der macht 230 Damage, ohne dass du einen Counterplay dagegen hast. Und Soraka ist also ein Lane-Bully. Ein Bully. Ja, es ist später schon, verzeiht mir das Ganze, sie ist ein Lane-Bully und haut dich komplett aus der Lane, ohne dass man es counter kann. Ist ziemlich nervig. Das Ganze soll geschiftet werden. Das heißt, fangen wir mit ihrer E an. Die E hat jetzt erstmal weniger Cooldown. Könnte man sagen, hey, Tobi, hast du nicht gerade gesagt, das ist broken bei ihr? Ja, aber dafür ist es jetzt nicht mehr so effektiv zu skillen. Ja, es ist unattraktiv geworden. Vorher hast du pro Upgrade 2 Sekunden weniger bekommen, jetzt nur noch 1 Sekunde, ne? Was ist geiler, 2 oder 1? Klar, 2. Na, deswegen, jetzt sagt man sich, ja, ist vielleicht gar nicht mehr so worth. Außerdem, wenn du Punkte rein investierst, gehen die Mana-Kosten gigamäßig hoch. Und das ganze Ding macht 60 weniger Damage auf der letzten Stufe, also RIP. Bei Starkoil ist es so, hier wurde der Cooldown ebenfalls erhöht. Auch dieser Spell ist natürlich sehr, sehr eklig in der Lane. Und auch der Damage wurde reduziert von diesem Spell. Das heißt, von 230 auf 30 tut definitiv weh. Dafür ist aber ihr Heal gebufft worden, ja. Das heißt, ihr Heal gibt jetzt gerade im Late Game statt 88, ja, das ist der Self-Heal erstmal, 140. Das ist giga heftig. Allerdings, ne, man muss auch das Kleingedruckte lesen, über 5 Sekunden statt über 4 Sekunden, ja. Das heißt, es hält länger. Würde es jetzt in den 4 Sekunden die 140 HP regenerieren, wäre es halt ziemlich heftig. So hat man natürlich das Ganze ein bisschen gestreckt. Außerdem ist der Ally Heal auch verbufft worden. Das heißt, das sind jetzt 140 statt 110. Ist ebenfalls stärker geworden. Und auch der Initial Tick ist jetzt stärker. Das heißt, es tickt nicht die ganze Zeit so 30, 30, 30, 30, sondern am Anfang 60, 40, 30, 20 oder sowas in der Richtung. Ist natürlich auch cool. Dadurch ist es gerade schwieriger auch gegen Soraka zu spielen, weil du natürlich Ziele nicht so gut umbürsten kannst, wenn sofort so ein dicker Heal drauf kommt. Aber hilft natürlich auch der Soraka-Spieler, den Soraka-Spielern, das Ziel am Leben zu halten. Ja, so bufft man natürlich so ein bisschen
ihre, ich sag mal, defensive Variante. Natürlich musst du das Q auf das Ziel erstmal treffen, also auf einen Gegner. Das heißt, du musst nach wie vor so ein bisschen dich selber mit einbringen. Also sobald du das Q getroffen hast, ne, also sie ist also nicht mehr der Lane-Bully im Sinne von, hey, ich böller den Gegner aus dem Leben, sondern ich halte meinen Mate so lange am Leben, dass er dich irgendwann kaputt macht und einfach nicht stirbt. Ne? Ja, Tahm Kench hat mir noch einige Änderungen, gerade auch hier, was die Ultimate angeht. 8500 Range im Late-Game. Hier wurde natürlich auch angemerkt, hey, ne? Also im Early-Game hat es weniger, 2500, also 2000 weniger. Im Late-Game dafür 2000 mehr. Dass Tahm Kench-Spieler, die gerade auf Support spielen, meistens niemals diesen Wert erreichen oder sehr, sehr selten. Allerdings für Top-Lane-Tahm Kench-Spieler, die auch in diesem Patch gebufft wurden, könnte das natürlich nett werden. Für mich als Shinobi-Spieler, ja, Shinobi, guten ramontischen Abend, haben wir Akali-Nerfs. Und ja, ich habe sehr, sehr viel Akali gespielt. Ich glaube, ich kann das ganz gut bewerten, diese Notes, beziehungsweise diese Änderungen. Und es schmerzt natürlich definitiv, vor allem wenn man berücksichtigt, dass Akali aktuell eine Winrate von 44% hat. Hier ist es natürlich schwer. Es gibt Leute, die sehr, sehr gut mit ihr sind. Und ich merke, ja, hey, du kannst Akali im Prinzip gegen alles picken. Aber sie hat definitiv auch ihre Schwierigkeiten, vor allem sich vielleicht im Late-Game auch so ein bisschen einzubringen. Hier und da, gerade wenn das Team mal nicht ganz so optimal ist. Ansonsten, ja, wollen wir einfach mal ihre Änderung besprechen. Twilight Shroud. Für alle, die es nicht wissen, Akali, wenn sie einmal aus ihrer Wolke rausgeht, ne, das heißt, durch die Mitte durchläuft oder jemand angreift, dann wird die Wolke um 3 Sekunden verlängert. Jetzt sind es 2 Sekunden. Finde die Idee ein bisschen schade, weil, hey, sie geht aus ihrer Wolke raus. Das heißt, du hast, sie wird erstmal dafür belohnt, ein bisschen Risiko einzugehen. Und dafür wird sie jetzt nicht mehr ganz so stark belohnt. Ja, man wird auch quasi als Gegner belohnt. Hey, sie will aus der Wolke rausgehen. Du hast also eine Engage-Möglichkeit kurz gegen sie und sie zu cagen oder was weiß ich zu machen. Und das wird jetzt nicht mehr ganz so stark belohnt. Sind nur noch 2 Sekunden. Finde ich also schade, dass man das nerft. Den Cooldown setzt man auf 25 Sekunden im Early Game hoch. Im Late Game bleibt er bei 13 Sekunden. Ich muss ehrlich sagen, für jemanden, der gerade aktuell ehrlicherweise extrem wenig auf die Map schaut, sterbe ich an Ganks sehr, sehr selten. Obwohl ich permanent 24/7 meine W benutze, was nicht unbedingt klug ist, aber ich mache. Das liegt einfach daran, dass Akali sehr viel hat. Sie hat ihre E, sie hat ihre W und sie hat 2 Sprünge mit der Ultimate, wie sie irgendwie, irgendwann, irgendwo immer escapen kann. Das heißt, gankmäßig, ja, muss man definitiv was gegen machen. Und ich finde die Idee, ihre W zu nerfen, echt okay. Wobei 25 ein bisschen viel ist. Vielleicht hätte man 23 sagen können, vielleicht wirklich 24 maximal, 25 ist schon sehr, sehr viel. Was mich vielleicht ein bisschen stützt, ist, dass man sagt, hey, die W maxst du als zweites. Das heißt, wenn du dann mal irgendwann da deine 3 Punkte drin hast, vielleicht mit Level 13 oder so, dann sind es statt 9, also sind es halt 19 Sekunden statt 17 Sekunden. Das ist noch halbwegs verkraftbar. Ne, also man kommt schnell wieder an den alten Wert ran. Man muss jetzt ein bisschen defensiver spielen als Akali. Vor allem natürlich wird auch der Wave Clear genervt. Ja, je weniger Bubbles du hast, umso weniger Energien stellst du natürlich wieder her. Muss man gucken, wie sich das Ganze entpuppt. Und ja, Akali, schwieriges Kind auf jeden Fall. Schwieriges Kind ist auch Darius. Darius ist gerade so okayisch. Er ist jetzt nicht giga broken, aber wir alle hassen Darius. Jeder von uns hasst Darius. Und gerade auch sein Heal, ja, ist ziemlich eklig. Ich wollte ekelhaft und eklig sagen. Ekelhaftig. Und zwar ist es nämlich so, er heilt sich für ein Ziel um 12% Missing Health, bei 2 Zielen um 24, bei 13 und 36. Und jetzt wird das auf 45% gebufft, wenn er 3 Ziele trifft. Man sagt also, hey, Darius, wenn du richtig fett in alle Leute reingehst, wirst du, ja, unterstützt. Wir unterstützen dich, du heilst dich mehr. Finde die Idee an sich nicht schlecht. Hätte aber die Idee cool gefunden, wenn man sagt, hey, wenn du 3 Ziele triffst, heilst du dich mehr. Wenn du aber dafür nur ein Ziel triffst, heilst du dich nur noch um 10%, dass man sagt, oder um 7%, ne, dass du wirklich sagen musst, hey, ich muss eine richtig geile Q landen, dann werde ich auch belohnt. Na, so ist es auch quasi ein Buff für die Lane. Ebenfalls wird auch sein Damage erhöht von dem Q um 10. Tut natürlich alles weh, ob man, ne, der Darius hier ist schon absolut eklig. Naja, Echo wird ein bisschen für den Jungle gebufft, das heißt, er kriegt ein bisschen mehr AD. Das Geld natürlich schön entschieden, Lich Ban und vielleicht Trinity rein, hoffen wir es mal nicht. Und auch ein bisschen weniger Mana-Kosten. Wobei ich das mit den Mana-Kosten, klar, Assassins baust du meist nicht auf Mana, deswegen ist es ganz nett, aber ganz verstehe ich es nicht. Weil, ja, die E maxst du als zweites und dann bist du so bei Level 12 oder so und dann hast du 20 weniger Mana. Das interessiert eigentlich, wenn wir very ehrlich sind, interessiert das irgendwen, ob eine E 20 weniger Mana kostet, wenn du mit Level 13, 14, 15 da durch die Gegend rennst? Ich glaube nicht. Hekarim wird genervt. Hekarim ist aktuell wirklich ein Champ, der giga heftig, giga broken ist. Also es ist mein Mass-Ban-Champ einfach. Den musst du rausnehmen.
wird jetzt ein bisschen genervt, er wurde ja erst gebufft, ja, das heißt, ne, das wird revidiert, nur noch 5% mehr Damage durch den Q und auch weniger Damage auf der E, ja, statt 370 Max Charge Damage nur noch 340, ich meine 370, holy shit, so viel machen nicht mal die meisten Ultimates auf Stufe 3, holy shit, Azirball macht 150 auf Stufe 1, 250 auf Stufe 3 und ich glaube sogar, oder macht es 200, maximal 350 auf Stufe 3, vielleicht wird es auch hier und da mal geändert und gebufft, die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ne, das hier ist ein E. GG. Ja, auf jeden Fall genervt. Tut auf jeden Fall jetzt nicht mehr ganz so weh, aber tut immer noch weh. Vor allem ist Hecarim. Ich glaube, was ihn einfach so stark macht, im Moment sind Jungler gut, die immer präsent sind, überall auf der Map. Wenn du gewinnen willst, spiel Jungler, die einfach immer da sind. Immer da, immer nah. Und das ist Hecarim. Jarvan ist auch einer dieser Jungler. Und deswegen wird er genervt. Fand ich jetzt nicht, dass Jarvan broken ist. So bei 51%. Hätte nicht gesagt, dass man ihn unbedingt nerven muss, aber ja, hier seine Stats macht man ein bisschen sauberer. Das ist ein bisschen Pillepalle. Aber sein Schild gibt ihm jetzt gerade im Late Game deutlich weniger. Er kriegt nur noch 1,5% pro getroffenen Champion. Das heißt, man sagt, hey, im Late Game bist du jetzt noch schlechter. Ich fand Jarvan im Late Game bis auf den Kataklysmus sowieso schon relativ bad. Jetzt ist er noch badder. Kann man das sagen? Badder. Badder. Badder klingt gut. Auch die Flagge hat eine Sekunde mehr. Über Ken haben wir schon gesprochen. Kindred spawnt das Mark jetzt eine Minute später. Darauf kommen wir noch. Lissandra, meine Freunde. Lissandra, ich möchte eine Bestandsaufnahme dieser Schande machen. Aftershock kann ich jetzt schon mal spoilern. Ja, Achtung, Spoiler. Aftershock wird in diesem Patch genervt. Und deswegen sagt man, okay, hey, wir müssen Lissandra ein bisschen was wiedergeben. Stellt euch mal vor, was ist Lissandra? Ein Mage, ein CC-Mage, ein Midlane-Mage. Midlane-Mages sind zum Böllern da. Dieser Champion hat einen Spell, einen wichtigen Spell auf Stufe 5, der 190 Damage macht und mit 0,3, also 30% AP skaliert. 30%! 30%! 30! Ein Spell, der 60% hat, der ist so, ist gar nicht so geil. 60%. Also sagen wir mal, 100% ist very, super, mega geil. 80% ist super tasty. Also ist immer noch sehr, sehr tasty. 70% geht so langsam, 60% ist so, 50% ist so, kann ich gerade so auf AP bauen? 30%! 30! 30! Ja, sind jetzt mittlerweile wieder 0,5 und ein bisschen mehr Damage. Klar, sie hat viel CC, müssen wir fairerweise anerkennen, aber dieser Champion. Damals, Deathfire Grasp. Deathfire Grasp Lissandra, das waren Zeiten. Maokai. Maokai wird gebufft. Das heißt, der Dude macht jetzt deutlich mehr Damage. 25, das ist schon ordentlich. Das böllert rein. Morgana ist gerade sehr, sehr stark, hat weniger, beziehungsweise hat jetzt mehr Cooldown und weniger Schildstärke. Rek'Sai wird auch ein bisschen genervt, fand Rek'Sai ehrlich gesagt nicht zu stark, aber ja, das heißt, Rek'Sai hat jetzt ein bisschen höhere Cooldowns auf der Q, hat ein bisschen weniger Attack Damage und auch die E böllert nicht mehr ganz so hart rein. Shaco wird ein bisschen gebufft, das heißt, die Laterne, die du anmachst, den Radar, der deaktiviert die Boxen nicht gleichzeitig. Vorher war es so, die wurden aufgedeckt und direkt quasi aktiviert. Ja, also, ne, im Prinzip, die sind an und danach sind sie weg. Jetzt werden die nur noch aufgedeckt, aber sind nicht direkt rausgenommen. Ist auf jeden Fall nett. Shadden wird ein bisschen gebufft, das heißt mehr Attack-Speed und auch der Dash ist jetzt ein bisschen geiler. Das heißt, er scaled jetzt mit 0,15 Bonus-Held statt 0,12. Silas macht jetzt ein bisschen mehr Damage auf der W und auch Volibear wird gebufft. Das heißt hier, hey, statt 4 Bonus-Attack-Speed bekommt er 9 und später 25. Was man hier schon mal sagen kann, hey, ein Tank, zwei Tank, ja, sie ist so halbes Ding, wird auch eh genervt, drei Tank, ja, so Tanks are coming, maybe. Ne, die Tanks wird noch im letzten Patch schon gebufft. Klar muss man sagen, Aftershock wird genervt, also wird auch, ne, wobei man auch sagen muss, die meisten Tanks gerade auf der Toplane spielen auch mit Komet und so ein Krempel. Ist nicht geil, aber sieht man immer wieder mal, gerade auf Malphite und so Champions. Aber ich sag euch Leute, über kurz oder lang, Tanks are coming. Die Tankmeta wird wieder eingeläutet werden und das wird eine richtig schlechte Meta, weil Tankmeten sind, dass du Tanks, die haben, sorry, kein Skill, weil die meistens nicht mal Skillshots haben. Die werden dich töten, werden aber gleichzeitig nicht sterben. Na, das ist immer absoluter Antifan. Diese Zeit wird irgendwann kommen. Hoffen wir, dass sie noch nicht da ist. Hunter Potion wird rausgenommen, weil das useless ist. Mana Mune macht dann 10 mehr Damage. Hier haben wir noch ein paar Sachen, dies, das. Aftershock. Aftershock, ja. Diese Rune hasse ich komplett. Ich hasse Aftershock. Aftershock ist zum Kotzen. Stellt euch vor, ihr könntet auf Stufe 1, ich habe das letztens im Stream mal durchgerechnet, ihr bekommt auf Stufe 1 durch eine Aktivierung 70 Armor und Magieresistenz. Ich glaube,
30 Armor oder sowas kosten, oder es sind 40, ich weiß es nicht genau, 30 oder 40 Armor kosten 700 Gold. Ja, das heißt, ihr bekommt quasi das Doppelte, also 1400 Gold und das gleiche nochmal bei Magieresistenz. Das heißt, ihr bekommt für 1,5 Sekunden oder 2 Sekunden 2800 Gold aus einer Rune. Und dabei ist der Damage noch nicht mal eingerechnet. 2800 komplett auf Stufe 1. Das ist komplett krank. Natürlich muss man sagen, hey, der Effekt, ja, du kannst drumherum spielen, du hast Möglichkeiten. Es ist aber schon ziemlich eklig. Ich meine, alleine wenn Champions wie Lissandra und auch wie Sylas mit der Rune spielen, weiß man, die Rune ist irgendwie nicht ganz frisch. Sie wird jetzt genervt und zwar scaled sie jetzt mit Bonus-Armor und Magieresistenz. Okay, ja, Bonus-Armor und Magieresistenz und nicht mehr einfach per Level. Und das ist ein ziemlich guter Faktor, denn jetzt ist es deutlich schlechter für Champs, die keine Resistenzen bauen. Vorher brauchst du keine Resistenzen, das Ding hat einfach mitgescaled. Jetzt musst du Resistenzen bauen. Das heißt, gerade so ein Sylas, der keine Resistenzen baut, normalerweise, wird jetzt davon nicht mehr profitieren. Ja, es ist Bonus-Armor, nicht einfach normale Armor. Sprich, du wirst immer diesen Wert von 70 haben, wenn du nicht wenigstens einen Sonias baust, dann wird es ein bisschen besser, aber es scaled nicht. Und das ist sehr, sehr geil, denn deswegen wird es wahrscheinlich auf Lissandra wegkommen und, also es werden noch Leute spielen, weil die Patchnotes nicht lesen und so weiter, aber langfristig wird es, glaube ich, von solchen Champions, die nicht Tank bauen, zwangshaft auch weggehen. Klar, 70 ist immer noch ein sehr, sehr hoher Wert, wenn wir ehrlich sind, aber es wird definitiv weniger werden. Wichtig hierbei ist, es hat allerdings immer einen Maxwert. Das heißt, es kann maximal 150 werden. Ist mehr als vorher. Das heißt, Tanks, für Tanks ist es ein Buff. Für Tanks ist es tatsächlich ein Buff. Also ist es sogar gar nicht mal ein Nerf, was ich vorhin gesagt habe. Ja, GG. Welcome, welcome. Aber natürlich müsst ihr trotzdem diese Resistenzen bekommen. Es gilt jetzt auch, was den Damage angeht, ein bisschen schlechter mit dem Wert, das heißt, vorher hattet ihr nämlich einen, wo ist es, einen Bonus-Attack-Damage-Wert, der ist jetzt komplett rausgenommen worden. Dafür scaled das Ding jetzt besser mit Max-Life, auch wieder gut für Tanks. GG, Tank-Meter's coming. Scheiße. Na gut, es werden noch einige Runen gebufft, Boneplating ist jetzt ein bisschen stärker, Celerity hat einen schlechteren Wert jetzt, aber dafür wieder 1% Bonus-Movement-Speed, Cheap-Shot macht ein bisschen mehr Schaden, Conditioning gibt jetzt etwas mehr Resistenzen, Gauss-Poro gibt jetzt jedes Mal, wenn der Poro jemanden spottet, 2 zusätzliche Adaptive Force. Magical Footwear braucht jetzt 12 Minuten statt 10 Minuten. Relentless Hunter ist ein bisschen stärker, das heißt, dass diese schnell laufen Runde. Scorch macht etwas mehr Schaden und Ultimate Hunter. Und dann haben wir zuletzt Rift Scuttler. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Änderung, denn der Rift Scuttler sorgt aktuell gerade bei mir, wenn ich Jungle immer mal hin und wieder spiele, für Ernüchterung und für viele bei euch auch. Denn es läuft aktuell so, viele machen ein Camp. Dann machen sie, also sie fangen mit dem Red Buff an zum Beispiel, dann machen sie Vögel und dann gehen sie in den Fluss. Und oft passiert es, dass der gegnerische Jungler genau dasselbe macht. Es gibt auch Jungle-Routen, da machst du beide Tauntys oder willst beide Tauntys haben. Und gerade bei sowas ist es halt sehr schwierig, weil im Prinzip gewinnt da meistens normalerweise der Jungler, der den Red Buff hat. Aber, was eigentlich auch nicht fair ist, aber trotzdem ist es meistens so, dass der Jungler gewinnt, der die besseren Lanes hat. Das heißt, entweder die Lanes, die aktiv Augen und Gehirn haben und einfach moven und die Map benutzen oder die Lanes, die einfach sehr, sehr gut pushen können. Ja, das heißt, wenn du so einen Kassadin in der Mitte hast, der mit meistens dann noch Level 1 ist, wenn da im Rift Scuttler der Fight am Start ist, dann kannst du so oder so nichts machen mit Level 1, was sowieso useless ist. Du kannst keine Lane rein pushen und du bist auch useless beim Fight da. Also man hat viele, viele Probleme. Und deswegen spawnt der Rift Scuttler jetzt erst bei Minute 3.15. Und deswegen auch das Kindred Mark bei erst 3.15. Ist natürlich die Frage, dadurch hat Kindred, ihr fehlt 1 Minute 15, weil auf Stufe 1, ist das nicht ein gigamäßiger Kindred Nerf? Das ist ein gigamäßiger Kindred Nerf, weil der Rift Scuttler wird ja direkt, auf Stufe 1 kann nur der Scuttler markiert werden. Der Scuttler, wie ich immer sehr gerne sage. Und wenn nur der Scuttler markiert werden kann, dann musst du auf den warten. Und oft ist es so, du holst dir direkt den ersten ab. Das ist ein gigamäßiger Nerf für Kindred. Und ich finde Kindred gerade, da hätten sie irgendwas machen sollen. Dass sie vielleicht am Anfang auch noch einen Papagei markieren kann oder so. Ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, fuck it, Kindred spielt eh keiner. Wer ist schon Kindred? Oder ich habe einen Denkfehler. Ansonsten gerne sagen. Das sind die Änderungen, sind viele coole Änderungen dabei. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr cool findet, was ihr scheiße findet. Das war's mit den Patch Notes. Ich wünsche euch was. Morgen kommt dann wahrscheinlich Yumi ein Video auf diesem Kanal. Da freue ich mich schon drauf, sie mal zu testen. Und ich würde sagen, schönen Abend noch. Shinobi, auf Wiedersehen. Bis dann.